Hallo und herzlich willkommen hier zurück aus Ravenport beim Landwirtschaftssimulator 2019. So, ich bin zurückgefahren mit unserem Drescher, jetzt hoffentlich mit dem richtigen Schneidewerkzeug, und es geht los mit der Ernte. So, Helfer, gib Gas und er legt los und wir ernten unsere Sonnenblumen. Wenn er nicht auch noch eine Reihe stehen lassen würde. Ja, da müssen wir dann später nochmal durchgehen. So, was wir jetzt als nächstes machen, solange der erntet, ja. Wir werden uns schon mal darum kümmern. Das machen wir mit dem hier. Und zwar machen wir da Folgendes. Wo stelle ich denn den Anhänger jetzt hin? Stellen wir mal dahin. Ich möchte unsere Baumwolle hier loswerden. Das heißt, wir holen uns diesen Baumwollsammler. Und gucken, dass wir die loswerden, bevor es vielleicht anfängt zu regnen oder sowas, weil ich glaube, das ist nicht gut, wenn es regnet. Nein, das ist, wenn man sich nicht entscheiden kann, links oder rechts, da passiert sowas. Wir fahren da lang. Ich bin da jetzt schon oft genug diese Strecke gefahren. Und ja, werden wir uns das Gerät holen und so. Ja, komm, das machen wir schnell, dass wir wenigstens ein bisschen Einnahmen haben, ja. Wenigstens eine kleine Einnahme. Ich habe nicht mal Zeit, ins Restaurant zu gehen. So, da ist die Tankstelle. Tanken brauchen wir noch nicht. Wir fahren jetzt hier direkt rein. So. Ich glaube, was wir auch machen werden. Lass mich mal gucken, was das kostet. Eine Halle. 22.000. Müssen wir jetzt erstmal zurück zu unserem Grundstück. Ja, das ist ein bisschen doof. So, wir müssen aber gleich zurück. Und stellen uns mal eine Halle hin. Da bist du zu weit gegangen. So, da sind wir. Und jetzt gucken wir mal, wo wir uns die Halle hinstellen. Und zwar stellen wir uns die Halle genau hier hin. So. Verschieben, Platzierungshöhe verändern. STR-G. Lassen wir mal ein bisschen da hin. Nein. Das muss ich mir jetzt erstmal anschauen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir tun es so platzieren. Für 43.000. Und wenn ich sie jetzt falsch rum platziert habe, drehe ich durch. So, jetzt wollten wir noch Folgendes machen. Ich wollte mir denn hier mieten. Zurück.
damit wir den Ball loswerden, was dort liegt. Wir verkaufen jetzt den Baumwollballen. Mal gucken, wie viel Kohle wir dafür kriegen. Viel ist es ja nicht gewesen. Uiuiuiuiui. Nicht in Schlängern geraten, das ist immer gefährlich, mit dem Anhänger in Schlängern geraten. Unser Geld wird immer weniger und ich habe so die Befürchtung, die Halle steht falsch rum. Hoffen wir es nicht. So, Arbeitsstellung. Jetzt gucken wir mal, wie wir den aufgeladen bekommen hier. Aha. Okay, dann machen wir hier Transportstellung. Und jetzt zeige ich euch das mal. Wir haben hier Preise, ja. Das hier ist Baumwolle und da kriegen wir in der Spinnerei bekommen wir $639 dafür. 4000 Liter, glaube ich, oder pro Ballen, ich weiß es nicht. Wo ist denn das? Spinnerei. Können wir das auch noch umändern? Ach so, das ist Wolle. Ja, ich verstehe. Ja, nee, wir müssen zur Spinnerei, so oder so. Wir haben ja keine Wolle. Und da blinkt es jetzt bei uns unten auf der Karte. Und da fahren wir, und da oben haben wir jetzt auch eine Markierung. Und da fahren wir direkt hin und laden den Ballen ab und gucken mal, dass wir ein bisschen was dafür kriegen. Und geben dann gleich den Anhänger wieder zurück. So, da rein. Und dann hat sie auch dann immer so Markierungen. Hier zum Beispiel, genau da müssen wir hin. Fahren wir direkt hin. Und dann drücken wir die Taste Z. Und verkaufen den Ball. Mal gucken. 308.000 haben wir. 1681 haben wir für den Ball bekommen. Ist ja der Wahnsinn. Na gut, wir kommen mal jetzt da raus. Also Gewinn haben wir nicht wirklich damit gemacht, aber naja, besser eine Einnahme wie gar keine Einnahme. Und dann können wir hier nämlich zurückfahren auf dem Feldweg. Ja. Aber ein schmaler Feldweg. Fahren wir zurück zum Shop, bringen den Anhänger zurück. Ei. Kommt keiner. Schild hat auch keiner gesehen. Sehr schön. Und dann bringen wir den Hänger hier zurück. Und werden uns was zulegen zum Düngen.
besser. Ja. Nee, das steht nicht anständig. So, jetzt rein damit. Jetzt steht er gut. So. Zurück geht. Okay. Jetzt nehmen wir uns gleich wieder und kaufen wir uns, weil dünn werden wir immer wieder müssen. Und zwar müssen wir da jetzt auch genau aufpassen. Wir brauchen nämlich Einzelkorn, nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nämlich Düngetechnik. Pflanzenschutz, warte mal. Lass mich mal gucken. Das ist flüssig. Ja, das wollen wir nicht. Wir brauchen das hier. So, hier seht ihr jetzt bei dem kleinen für 20.000, da geht nur Dünger rein. Bei dem hier geht Dünger und Kalk rein. Ja. Und da kostet 39.000. So, und da werden wir auch mal eine Pflegebereifung drauf machen. Und werden noch einen Aufbau machen, wir keinen drauf. Wir bleiben bei 9000 Liter. Werden uns den kaufen. Und dann werden wir jetzt auch gleichzeitig noch Dünger kaufen. Aber jetzt mal nicht so viel Dünger. Big Packs. Und zwar machen wir das mit Mineraldünger. Und zwar kaufen wir mal 2000 Liter. So. 2000 Liter, damit müssen wir erstmal hinkommen. Hängen wir uns mal an. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kriegen wir das da rein? Also für die, wo jetzt LS17 noch nicht kennen und das hier zum ersten Mal bei mir sehen. Es ist einfach ganz einfach. Wir kuppeln hier an und dann können wir direkt den Düngestreuer hier befüllen, indem wir die Taste R drücken. So, jetzt müssen wir da aber ein bisschen näher ranfahren. Bisschen näher ran, noch ein bisschen näher. So, jetzt können wir auffüllen. Oh, unser Helfer D hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das werden wir uns dann gleich mal anschauen, ob der das auch wirklich so erfolgreich beendet hat. Wir fahren nämlich zurück und werden das erste Feld dann mal, wo gedüngt worden, wo gepflügt worden ist, düngen. Zum Glück ist hier nicht so viel Verkehr, da können wir die Kurven ein bisschen schneiden. So, wir können ja später eventuell dann den Düngestreuer noch ein bisschen größer machen. Aber wahrscheinlich werden wir zwei von denen brauchen. Einmal fürs Kalken und einmal fürs Düngen. Aber jetzt werden wir erst einmal düngen. Und zwar das Feld, wo wir gepflügt haben. Helfer C ist auch fertig. Wunderbar. Alle beide Helfer sind fertig. Sehr schön. Lassen wir das mal hier stehen. So.
dann werden wir den Drescher mal entladen und werden die Sonnenblumen verkaufen. Werden den Drescher aber zuerst zurückbringen. So, da fahren wir jetzt hoch. Und wahrscheinlich, nee, wir müssen selber nochmal Hand anlegen. Er hat es mir nicht so anständig gemacht, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, das Helfer. Ne? Dann gehen wir doch mal in den Drescher rein. Und werden mal da noch die restliche Sonnenblumen holen. So. Holen wir uns die restlichen Sonnenblumen hier. Nichts verkommen lassen. Das machen wir selber hier. Da oben hat er auch stehen lassen. Naja, die Halle können wir so stehen lassen. Ist zwar jetzt nicht so schön, aber naja, egal. Das Schneidwerk heben wir an. Da das restliche Zeug einmal und ich auch noch und dann war's das, dann können wir den nämlich leer machen und können dann die Sonnenblumen verkaufen. So, das Rohr können wir gleich mal ausfahren. Dann können wir nämlich überladen. So, und das macht er schon automatisch. Und wie ihr seht, laden wir jetzt da unsere Sonnenblumen dort ein und können den Drescher zurückfahren. Und dann können wir uns gleich mal um die Kartoffelernte kümmern. Ich hätte niemals so einen großen Anhänger kaufen brauchen. Aber egal. So, den setzen wir zurück, unseren Drescher. Den setzen wir zurück. Wo ist er? Zurücksetzen. Und zurücksetzen. Dann können wir das nämlich gleich mal. Macht er nicht sauber. Gib ihn zurück, wie man hier ist. So. Und dann holen wir das Gerät für die Kartoffel an. So, zurückgeben. So, Kartoffelernte. Kartoffelernte. Kartoffeltechnik. Nein, da gibt es noch was anderes. Kartoffeltechnik. Das ist die Sämaschine. Das ist. Ja, wie viel PS brauchen wir? 110, das haben wir. Und das brauchen wir auch. Ja. Müssen wir machen. Wir brauchen das hier, das ist vorne. Das tut, das ist der Krautschläger. Der entfernt das Kraut, bevor die Kartoffeln geerntet werden können. Mieten. Ich miete doch jetzt nicht. Ich habe mir gerade selber einen Kopf gelangt, ja. Ich miete mir doch nicht da dieses teure Teil da für 400.000 für so ein kleines Feld. So,
Das bedeutet, wir werden den Hänger mal kurz da reinstellen. Der hat einen Frontlader, ja, wunderbar. Wir stellen mal den Hänger da rein, dass der nicht unbedingt hier draußen rumsteht. Na. So. Hänger rückwärts fahren ist immer so eine Sache. Eieiei, ich stelle mich aber auch gerade an, Herr, echt. So. Dann werde ich jetzt bis zur nächsten Folge werde ich den Kartoffelernter hierher geholt haben. In der nächsten Folge fangen wir an mit der Kartoffelernte. Ja, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bleibt mir gewogen, wenn ihr Vorschläge habt, was wir noch machen können oder wie wir das machen können, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich mal nochmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.